Dieser Rückzug fand in mir jedoch ein Echo. Es fällt mir heute schwer, die Erinnerung daran aufleben zu lassen. So sehr ist mir dieser Rückzug fremd geworden, der einem gewissen Nihilismus nicht unähnlich war. Doch wenn der Nihilismus die Vernichtung aller Werte bedeutet, dann traf er weder auf ihn zu, der ganz von seiner Leidenschaft für seine Knoten verzehrt war, noch auf mich, die ich mein Engagement in der Psychoanalyse über alles stellte. Ich fühlte mich sonderbar im Einklang mit ihm, so als ob ich ein altes Ideal der Reduktion auf den Kern wiederfände durch die Reduktion auf die Strecke, deren Zeuge ich wurde. Doch bevor ich ihn kennengelernt hatte, war ich von einer Suche nach dem Irreduziblen beseelt, nach dem Einzigen, was hält, was auch immer es sei, und von der Entschlossenheit, den ganzen Rest in den Wind zu schlagen. Dieses Ideal, diese Suche war mit einer Vorliebe für die Askese verbunden, die Lacan für mich in den Jahren der Stille verkörpert. Die Eitelkeiten verbrannten in einer Verachtung für alles außer für das Wesentliche. Die Eitelkeiten verbrannten in einer Verachtung für alles außer für das Wesentliche. Das Leben mit ihm war also wie ein großer Scheiterhaufen, wo alle falschen Werte verbrannten. Mir schien, ich sei eins mit ihm, nicht in der Leidenschaft für die Knoten, die ich nicht richtig teilen konnte, sondern in der Interesselosigkeit für all das, was nicht der Gegenstand seiner eigenen einzigen Leidenschaft war. In jeder fand man seine alte Konzentration wieder, seinen Stil, der darin bestand, ohne an irgendetwas anderes als an das Ziel zu denken, geradeaus zu gehen. Doch es war eine Konzentration, die nochmals gereinigt war, die sich isoliert hatte und nicht mehr den Gegenstand wechseln konnte wie vorher. Diese Spannung zum Irreduziblen hin, die den ganzen Rest missachtete, brachte ich in meiner Beziehung zur Psychoanalyse ein.